Ja, Resi, wir sind live. Oh, wir haben auch schon Ja. ein Herzlein von Markus bekommen. Wie schön. Und wir haben schon Zuschauer. Schickt uns doch gerne noch mehr Herzlein und Daumen hoch, dass wir auch wissen, ob wir hier gut zu hören sind. Ja, scheint zu funktionieren. Wunderbar. Ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntagabend wünschen wir euch zusammen, die Irmgard und die liebe Resi, die sich heute Zeit genommen hat, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie sie es trotz Widerständen geschafft hat, die Entscheidung zu treffen, sich für ihren Seelenplan zu entscheiden und durchzustarten. Liebe Resi, ganz, ganz herzlich willkommen hier in unserer Runde. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, auch von meiner Seite aus ganz, ganz herzliches Hallo an alle, die jetzt zuschauen. Und vielen Dank, liebe Irmgard, dass du mit mir heute das Interview führst, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich umso mehr. Es ist ja für dich auch das allererste Mal, dass du dich so traust, auch rauszugehen. Genau. Und ganz, ganz großes Lob an der Stelle. Und nicht nur, dass du dich jetzt traust, überhaupt hier vor der Kamera mit mir zu sprechen, aber auch das Thema, das du hast, ist ja doch ein heikles Thema, das, glaube ich, viel, viel mehr Menschen betrifft, als wir uns das so vorstellen. Und deshalb glaube ich, ist das jetzt eine ganz, ganz große Ermutigung für viele da draußen, die uns zuschauen, die jetzt live dabei sind oder später das Replay noch anschauen, dass sie merken, sie sind da nicht alleine mit diesem Thema. Das ist das eine. Und sie bekommen einfach auch eine ganz, ganz wertvolle Hilfe. Deshalb bin ich wirklich dankbar und so glücklich, dass du dir jetzt da die Zeit nimmst und auch den Widerstand durchbrochen hast und gesagt hast, ja. Ich gehe jetzt live mit diesem Thema. Nochmal herzlich willkommen, Resi. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Und so, damit unsere Teilnehmer und unsere Zuschauerinnen schon mal so ein bisschen erfahren, was die Resi denn in ihrem früheren Leben so gemacht hat, was so ein bisschen dein Werdegang ist, beziehungsweise war, bis gestern, vorgestern, bis zu unserer gemeinsamen Arbeit in der Akademie. Ja, genau. Ich lebe im schönen Rheinland, bin hier aufgewachsen und bin auch hier verheiratet. Habe drei Kinder und mittlerweile schon vier Enkelkinder. Ich lebe also, grob gesagt, zwischen Bonn und Koblenz, oberhalb des schönen Ahrtals, in einer Gemeinde. In ländlicher Umgebung, also umgeben von Obstbau und Landwirtschaft, so grob erklärt, wo ich jetzt quasi lebe. Und in meinem früheren Leben war ich Arzthelferin und habe auch einige Jahre dort in diesem Beruf gearbeitet, habe dann geheiratet und Familie gegründet. Und habe nach der etwas größeren Familienpause dann beschlossen, wieder zurück in meinen Beruf zu gehen. Und in Anbetracht dessen habe ich es dann auch versucht und habe dann mehr danach geschaut, wo ich etwas finde und nicht nach meinen Interessen geschaut und habe dann quasi in einer Klinik im Büro gearbeitet und habe mich da also nicht so ganz wohl gefühlt. Man wollte mich in die Führung, ins Sekretariat, in die Chefabteilung quasi Stecken. stecken irgendwie, ja. Und ja, also ich konnte damit nicht konform gehen und kam also recht schnell in Stress. Und ja, ich war also der Situation nicht gewachsen und bin also dann auch recht schnell in einen Burnout geraten. Und dann lief das Ganze so seinen Weg. Und begleitend dazu habe ich dann schon über viele Jahre durch mein großes Thema, die Alkoholsucht meiner Mutter, quasi bin ich aus der Co-Abhängigkeit, die ich schon als Kind entwickelt hatte, quasi durch
das immer älter werden meiner Eltern, die nachher zum Schluss in die Demenz kamen, alle beide, bin ich quasi in einer Abhängigkeit zu meinen Eltern, quasi von einer Situation in die andere reingeraten und konnte damit auch nicht mehr das leisten, was ich leisten wollte. Mhm. Also eigene Familie, meine Eltern und einen Vollzeitjob. Und da merkte ich ganz schnell, dass ich da quasi wieder in Muster zurückfiel, die ich mir seit meiner Kindheit angelegt hatte, nämlich die Muster zu funktionieren, quasi immer auf andere zu schauen, mich ganz außer Acht zu lassen, ja. Und halt eben Verhaltensmuster, die ich da quasi seit der Kindheit mir angeeignet hatte. Ja, und dann kam so eins ins andere. Ich kam in den Burnout und versuchte dann nach einem Klinikaufenthalt, das zog sich ja dann über Wochen und Monate hinweg, versuchte ich nochmals Fuß zu fassen im Arbeitssystem und bin dann wieder in eine Arztpraxis reingegangen und auch da schlitterte ich wirklich schnell wieder in dieses Muster rein, zu funktionieren und kam dann auch direkt an Herausforderungen. Und im Nachhinein, jetzt, wenn ich das alles rückblickend mir anschaue, waren das alles so Art Anstupser, quasi mich darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht mein Weg ist. Ja. Ja, die Seele hat schon ganz klar kommuniziert, das kommt mir bekannt vor. Ich habe ja auch einige Schleifen gedreht, bis ich es dann verstanden hatte und Kurve gekriegt habe. Mhm. Okay, ja. Ja, und dann aus der heutigen Sicht finde ich das einfach wunderbar, rückblickend zu schauen, wie ich einerseits reingeschlittert bin, aber andererseits auch wunderbar geführt wurde, vom Universum geführt wurde, von meiner Seele geführt wurde, quasi, dass ich eine Aufgabe hier im Leben habe. Hm. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, dass ich da wirklich näher hingeschaut habe und bin dann über diese Schiene eigentlich nicht richtig weitergekommen. Ich steckte dann auf einmal fest. Ich ging einen Schritt vor und zwei Schritte zurück. Und bis ich dann irgendwann dann auch mal an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich habe mir jetzt so viel Wissen angeeignet, bezüglich Bewusstseinserweiterung, und all diese Dinge. Also ich war mir wirklich bewusst, dass meine Seele etwas mit mir vorhatte und ich etwas umzusetzen hatte, aber ich stand völlig quasi in der Luft und wusste nicht, was man von mir wollte oder was meine Seele von mir wollte. Und da habe ich den Entschluss gefasst, mir Hilfe zu holen und quasi da Schritt für Schritt in was reinzukommen, dass ich also geführt werde, was ist mein Seelenplan, was hat meine Seele mit mir vor, was möchte ich gerne hier auf die Erde bringen von mir, von meinem Potenzial, was für die anderen wiederum als Sprungbrett dienen kann. Und da wusste ich, dass ich das nicht alleine schaffe und habe dann eine Bestellung aufgegeben, und eine Entscheidung parallel dazu getroffen und siehe da, wurde mir meine Mentorin, wurdest du mir, liebe Irmgard, auf dem Serviertablett eines Silbertabletts quasi vorserviert. Also genial, genial. Ja, schön. Ja, Resi, du hast mir auch ja schon mal erzählt, du hast und ebenso angedeutet, und im Gespräch hast du mir mal erzählt, du hast auch gefühlt 1000 Bücher gelesen und Kurse gemacht und auf der Suche gewesen. Hast immer so eine Stimme in dir gehabt, wie du es eben ja schon gesagt hast, da muss es doch noch mehr geben.
Aber das hatte ich alles nicht weitergebracht. Sondern es war so ein Rumschippern quasi. Oder wie stelle ich mir das vor? Hier mal gucken, da mal gucken, da mal gucken. Oder wie würdest du das rückblickend bezeichnen, Resi? Genau so war es. Also ich war in einer Tretmühle gefangen. Ich steckte einfach fest. Und das lag wirklich daran, dass ich immer wieder in diese Muster zurückfiel und quasi mich immer mit dem beschäftigte, was ich nicht mehr haben wollte. Ja, ja. Und deshalb kam ich aus dieser Tretmühle, aus diesem Schlamm, wie soll ich es bezeichnen, einfach auch nicht raus. Ja. Und im Nachhinein weiß ich das. Und es wurden auch mir da verschiedene Dinge präsentiert, aber ich bin da nicht so richtig drauf eingegangen und habe die auch nicht teilweise nicht erkannt. Mhm. Und wichtig ist es halt eben, die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was vor einem liegt, was man quasi als Ziel, als Traum, als Vorhaben quasi fokussiert. Und das ist eigentlich auch dann der Beginn der Veränderung. Ja, ja, das ist ein gutes Stichwort, Thema Fokus. Wie ging es dir denn so tagsüber, damit unsere Teilnehmer sich noch ein bisschen mehr mit dir da identifizieren können, bevor wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten? Also bei mir war das früher so, dass mein ganzer Fokus, ohne dass ich das wollte, und ich wusste es das ja auch früher nicht besser, sich ganz, ganz viel den ganzen Tag mit den Problemen beschäftigt hatte, mit finanziellen Sorgen. Ich war natürlich unzufrieden mit mir selbst. Das hat sich auf die Kinder ausgewirkt. Das hat sich auf die Beziehung natürlich ein Stück weit ausgewirkt. Das hat sich auf meinen Körper ausgewirkt, dass ich ja so die ein oder andere Disharmonie dann auch geschenkt bekam von meiner Seele in Form von Krankheitssymptomen. Ne, jetzt rückblickend nett ausgedrückt, aber wenn man dann so in der Situation drinsteckt, ist da gar nichts prickelnd. Wie war das bei dir, Resi? Ähnlich? Oder? Also bei mir war es ganz genauso, dass auch ich dass der Körper mir Informationen zukommen ließ. Ich bin seit über 10 Jahren an einer Lebererkrankung erkrankt, die ich sehr gut im Griff habe, ne, weil ich einfach angefangen habe, da auch quasi in ein anderes Leben reinzukommen und mich nicht auf die Leber konzentriert habe. Ja. Aber das ist halt eben auch rückblickend zu sehen, dass ich Wut quasi in mir eingelagert hatte, Wut, quasi aus meinem alten System nicht rauszukommen. Ich nicht weiß, wie komme ich da raus. Das hatte sich quasi alles bei mir im Körper eingestaut. Mhm. Und das waren also Signale, die darauf zu schließen sind, was zu ändern. Ne? Mhm. Und ja. Dann ist so eine innere Stimme in einem, vielleicht ging es dir ja auch so, so war das bei mir auch. Ich weiß ganz genau, was meine Seele mir mit dieser Disharmonie, bei mir waren das verschiedene, Leber war es bei mir nicht, aber bei mir waren es mehr so Rücken, Knochen, Kreuzschmerzen, Magenschmerzen, Augenprobleme und Allergien und solche Dinge. Man weiß eigentlich, aber man gesteht sich nicht ein und man will es nicht wahrhaben. Und weiß ja auch keinen Ausweg, wenn man nicht mal so die Zielgerade hat, wenn man nicht mal das Navigationssystem hat. Hier stehe ich und da will ich hin. Ne? Und die Klarheit haben wir beide dann geschaffen, als wir dann zusammen angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Magst du da mal noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, was sich da so alles verändert hat, was deine Erkenntnisse denn da waren und wie es da so weiterging, als wir miteinander gestartet sind, Resi? Also vorab nochmal, ich habe über 20 Jahre gefühlt 1000 Bücher gelesen. Also ich hatte vieles im Kopf. Ich wusste es aber nicht anzuwenden. Mhm. Und hatte ich das Gefühl, ich bin nicht nur blind, ich höre nicht gut und ich kann mich auch nicht kommunizieren. Also das waren alles so Dinge, die einfach in mir feststeckten. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwie einen Faden verloren.
wir wollten darüber sprechen, was sich so alles verändert hat, seit wir dann, oder wie wir da auch Schritt für Schritt vorgegangen sind, seit wir gemeinsam miteinander arbeiten. Das war ja auch mal erstmal ein bisschen Basis, dass du überhaupt mal Klarheit bekommst, was entspricht wirklich deinem Ding. Ahnungen hat man, aber man weiß ja nicht, wie man es auf die Straße bringt. Und durch diese gefühlt 1000 Bücher, wie es mir ja früher auch ging, hat man so viele Interessen und gefühlt so viele Fähigkeiten und so viele, viele Dinge, die man im Kopf hat. Man weiß ja gar nicht, wo jetzt anfangen und für wen und überhaupt. Das ist ja mit auch noch die größte Herausforderung, ne? Genau. Also bei mir war es so, dass vieles im Kopf war, ich aber nicht in die Handlung ging. Mhm. Und da hieß es quasi anzudocken, mich mit der Thematik, die Schritt für Schritt auf mich zukam, die ich auch, wie gesagt, in mir schon alles 100-mal, 1000-mal gehört habe, ja, aber das letzten Endes umzusetzen. Das heißt, die Aufmerksamkeit quasi auf das zu richten, was man als Ziel, wusste ich ja zu Beginn noch nicht, in so den ersten Wochen wusste ich ja noch nicht, was mein Lebensplan war, aber einfach sich auf die schönen Dinge des Lebens auszurichten und das quasi zu fokussieren, was man gerne möchte. Ne? So hat, man hat ja immer Ansatzpunkte, wenn man auch nicht genau weiß, wo es hingeht, aber es sind ja Ansatzpunkte da. Und die hieß es jetzt wirklich für mich auch umzusetzen. Und wenn man in das alte Fahrwasser wieder zurückkommt, dann hatte ich dich oder im Team selber, in der Akademie selber, dass mir irgendwie immer wieder bewusst wurde, aha, da musst du wieder ansetzen. Das geht nur über diese Schiene der Aufmerksamkeit, die Gedanken auf das auszurichten, was man möchte. Ne, dass man also in der Lage ist, sich sein Leben selber zu kreieren, selber zu erschaffen. Und ich hatte mich dazu entschieden, Schöpfer meines Lebens zu sein. Ja. Und das ja. ging nur über diese Schiene. Und das, ja, das hieß es umzusetzen und dran zu bleiben. Und von Tag zu Tag hatte ich immer mehr Erfolge, das auch wieder da dran zu bleiben, umzusetzen und nicht wieder ins Fahrwasser, ins alte, ja, Fahrwasser zurückzukommen. Ja. Ne, und da hatte ich immer mehr Erfolge drin. Ja, was haben diese täglichen Erfolge, du hast das so schön jetzt beschrieben, was hat das mit dir gemacht? Du strahlst schon, wenn du daran erinnerst, aber versuch es mal noch in Worte zu fassen, was das mit dir gemacht hat, so den Leitfaden zu haben, immer wieder neue Aspekte, Impulse zu bekommen und auch nimmer wieder so abzurutschen in so ein Tief. Also das sind so viele Sachen, die da aufeinander, irgendwann fiel mir das dann auf, dass ich morgens wach wurde und in der Freude war. Mhm. Ich hatte Lust aufzustehen. Ich hab wirklich mir eine Morgenroutine angeeignet. Ne? Ich habe mir Dankbarkeitsdinge aufgeschrieben und mich gewertschätzt und all diese Dinge. Und ich merkte, dass ich über diese Schiene einfach in das reinkam, was ich mir kreieren wollte. Ja. Und das war so Stück für Stück. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wow, das geht ja doch anders. Ja, oh, und sowas. Ja, ja. Es war einfach ein ganz anderer Fokus da, ne? Genau, genau. Und das Erarbeiten von, also das Treffen von Entscheidungen. Und nach diesen Entscheidungen kommen Impulse. Und auf diese Impulse zu vertrauen, das ist natürlich eine Sache, die auch nicht von heute auf morgen gelingt. Auf die Impulse zu vertrauen, das geht auch, also ist, so ist es zumindest bei mir auch nur langsam gegangen. Ich war erst vorsichtig. Und dann, wenn es mir gelungen war, auf die Impulse zu achten, die durchzuführen und das Ergebnis dann auf einmal sah, das war genial. Und dann, ne, ist das so selbstverständlich nachher, auf diese Impulse zu achten und die umzusetzen. Das ist einfach, ja, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle. So, so schön. Ja, 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 ja. Es ist, ich habe gerade so das Bild vor Augen, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Und das jetzige Bild, das ist wie eine Neugeburt, wie eine absolute Neugeburt. Du hast ein ganz anderes Strahlen in den Augen. Du weißt, wie der Weg weitergeht, wo er hingeht. Du weißt, dass noch großartige Dinge da vorbereitet sind, die noch am Entstehen sind, die auch noch ins Leben kommen.
Und was hat sich denn jetzt so in der Familie für dich geändert, in der Beziehung vielleicht zu den Kindern oder zu dem Mann? Weil bei mir hat sich da auch ganz viel in der Richtung geändert, nachdem ich mich da endlich auf den Weg gemacht habe. Magst du da noch was mit uns teilen, Resi? Also in der Familie hat sich so nicht viel geändert. Also ich habe wirklich das Glück und den Segen, von der Familie her so wundervolle Menschen um mich herum zu haben, die auch schon immer hinter mir gestanden haben und mit mir jetzt auch mit mir fühlen, dass ich diesen Weg gehe und auch jetzt schon recht stolz auf mich sind, gerade auch meine Kinder, die mir das immer wieder zeigen. Und also da muss ich sagen, hat sich insofern nicht viel geändert. Aber ansonsten... Nein, im Hinblick auf das Vorbildsein, das war so meine Intention, dass ich meinen Kindern mal noch ein anderes Vorbild bin, weil deine Kinder, als du dich jetzt auf den Weg gemacht hast, die sind ja auch schon erwachsen, meine waren damals in der Pubertät. Da geht ja nur Vormachen, Nachmachen. Und da gab es einfach so Dinge, wo ich gemerkt habe, vielleicht ist das bei dir ja auch so, ich habe denen da was mitgegeben bislang auf eine unbewusste Art und Weise und merke, wie sie gewisse Dinge nachahmen, wo ich ihnen eigentlich ersparen wollte. Und da wollte ich ein anderes Vorbild sein. Und das bringt auch nochmal andere Kommunikation auch in die Partnerschaft mit rein. Ist das bei dir auch ähnlich so, Resi? Klar, klar. Also es gibt natürlich Situationen im Leben einer Mutter, die auch weniger schön sind, ne? In der Erschöpfung und all in diesen Phasen, die ich hinter mir habe. Das sind natürlich so Dinge, die möchte man den Kindern nicht mit auf den Weg geben, ganz klar. Ne? Ja. Und da merke ich auch jetzt, dass quasi in der jetzigen Phase da auch ein Strahlen über die Gesichter meiner Kinder hinwegkommt, wenn ich erzähle und berichte und wenn ich einfach die Dinge erleben darf, die sie an mir auch jetzt dann erkennen und auch glücklich darüber sind, wie es geworden ist, ne? Dass ich quasi einen Weg aus dieser Tretmühle gefunden habe. Ne? Ja. Und, glückliche Mutter, glückliche Kinder, glückliche Familie, ne? Kann man sagen. Genau. Gut. Sehr schön, liebe Resi. So, dann verrat uns mal, was du so für dich herausgefunden hast, was deiner Lebensaufgabe entspricht, wo du gesagt hast, ja, genau das ist es, diese Botschaft, die möchte ich da raustragen, da möchte ich Menschen bei helfen, weil das ist das, was mich ausmacht. Ja, also bei den ganzen Vorarbeiten, den ganzen Modulen, den ganzen Tools quasi, die mich auf meinen Seelenplan geführt haben, ist quasi eine Riesenüberraschung zutage gebracht worden, nämlich, dass ich Menschen unterstütze, dass das also mein Seelenplan ist, Menschen zu unterstützen aus diesen Verhaltensmustern, der Co-Abhängigkeit und Alkoholsucht von Elternteilen herauskommen, dass sie sich davon lösen können, dass sie sich daraus befreien können und um zurückzufinden in ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Das ist das, was sich bei mir herauskristallisiert hatte. Und das war ein Aspekt, da musste ich zuerst einmal tief Luft holen. Ich musste zwei, dreimal schlucken. Ja. Das hat doch schon zuerst einmal ein bisschen Widerstand in mir hochgebracht. Und über einmal, zweimal schlafen habe ich aber für mich erkannt, wenn ich meine ganze Geschichte Revue passieren lasse, dass das wirklich mein Potenzial ist. Das ist das, was aus mir herausgetragen werden möchte, in Verbindung halt eben mit meinen Begabungen, mit meinen Talenten, dass das ist, was auch meine Stärke, mein Potenzial ausmacht. Und da stehe ich für mich in der Verantwortung, das der Menschheit quasi mit auf den Weg zu geben, die auf diesen Weg zu führen, einen Mehrwert
zu sein für andere Menschen. Und das ist das, quasi, ich sehe es für mich als Mission an, als meine Mission an. Und da möchte ich in der Verantwortung stehen und das quasi als Potenzial, als das, was in, aus mir heraus leuchten möchte, in die Welt zu tragen. Ja, ja, ja. Und das ist ja auch das Ding, wenn ich absolute Klarheit habe, was meiner Mission entspricht, auch wenn, und danke auch für deine Offenheit, Rese, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als wir das so herausgefunden haben, da war wirklich erstmal Schluck und das Ding, weil das Thema Alkohol in der Familie oder Abhängigkeit, Süchte oder sowas, das ist ja oft ein heikles Thema, wo niemand drüber sprechen möchte. Auch ich war früher nie so in der Lage, in meinem früheren Leben über das Thema Depression, Burnout zu sprechen. Das will man so ein bisschen unterm Deckmäntelchen halten. Ich wollte auch nie über das Thema Alkohol, Thema im Hinblick auf meinen Papa, wollte ich auch nie so drüber sprechen. Das hat lange gedauert. Und deshalb nochmal großes Kompliment an dich, dass du es angenommen hast und damit so rasch wirklich dann auch rausgegangen bist, um deine Botschaft da rauszutragen. Und das ist letzten Endes auch das Ding, überlege ich mir irgendetwas, womit ich selbstständig sein kann und ein Business gründe? Oder schaue ich einfach erstmal hin, was entspricht denn wirklich meinem Herzen, meiner Lebensaufgabe, meinem Seelenplan? Und wenn ich damit dann authentisch rausgehe und genau weiß, das und das ist die Zielgruppe, sprich im Fachjargon die Positionierung, die genaue Positionierung, für wen bin ich da? Das ist das, was daraus dann auch erfolgt. Genau. Warum das Ding dann auch zum Magneten wird, warum man anziehend wird für die Menschen, die dann wirklich den Weg zu mir finden. Ne? Resi, gutes Stichwort. Wie finden wir dich denn? Du hast eine Facebook-Gruppe gegründet. Magst genau, du da was erzählen? Ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet. Folge dem Ruf deiner Seele und lebe deine Berufung. Mhm. Dort bin ich also in der Gruppe zu erreichen und freue mich, wenn Menschen dort hineinfinden möchten, quasi die mit diesem Thema unterwegs sind. Und ich poste regelmäßig dort Gedanken und Inspirationen rein, um quasi die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade sind. Also ich freue mich über jede Reaktion, über Kommunikation, auch wenn man mich persönlich anschreiben möchte über E-Mail oder halt eben auch über den Messenger. Ich gehe auf einzelne Fragen und Gedanken ein und würde die Gruppe so auch gerne lebendig halten, also mit untereinander, unter Gleichgesinnten den Austausch quasi weiter auszuführen und weiterzuentwickeln. Ja. Ja. Und dann halt eben dementsprechend auch zu agieren. Sehr schön. Kannst den Link ja nachher unter das Video hier noch drunter posten für diejenigen, wenn das für dich interessant ist, das Thema Co-Abhängigkeit, dann hüpf gerne in die Gruppe zur Resi rein und da findest du wirklich eine ganz kompetente Ansprechpartnerin, die weiß, als es einfach selbst erlebt hat, mit welchen Herausforderungen das getragen ist und wie du da eben dann auch rauskommst, wie du dich lösen kannst, weil auch das darf trotz Widerstände auch mit einer gewissen Leichtigkeit, wenn man weiß wie, wenn man zum Beispiel deine Anleitung eben auch hat, da rauszukommen. Ne? Resi, super gerne. Super gerne. Ich würde mich riesig freuen, von euch zu hören und auf den regelmäßigen Austausch und ja, unter Gleichgesinnten da versuchen, einen Weg zu gehen, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Ja, absolut. Resi, hast du noch so 2, 3 Tipps für unsere Zuschauerinnen hier, was du ihnen noch mit auf den Weg geben würdest, was du vielleicht rückblickend gesehen anders machen würdest? Rückblickend anders weiß ich jetzt nicht, aber ich würde einfach das Vertrauen, also alles ist möglich. Alles ist in dir und das Universum, das ist etwas, was
wo ich einen unheimlichen Wow-Effekt hatte. Das Universum steht immer hinter dir. Das ist alles vorbereitet für dich. Du brauchst nur die Entscheidung zu treffen und die Türen machen sich auf. Und das ist einfach so eine, ja, so eine wunderbare Aussage, wenn man schafft, sich der Aussage hinzuvertrauen, dieses Selbstvertrauen zu entwickeln, dass das Universum immer hinter einem steht und alles möglich ist, weil alles in dir ist. Das ist also ein Grundstein, dem zu vertrauen, öffnet sagenumwobene Türen und Fenster und ich weiß nicht, was alles. Ja. Du hast eben auch so schön davon gesprochen, du hast eine Bestellung beim Universum abgegeben und ich wurde dir dann quasi auf dem Silbertablett serviert, um dir alles Weitere dann auf dem Silbertablett servieren, damit du mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hast, wie du dein Leben so gestalten kannst, wie du es wirklich aus ganzem Herzen für dich und für deine Familie haben möchtest. Und du hast so schön gesagt, das Universum ist immer an unserer Seite. Es geschieht nichts umsonst. Und ich sage ja auch immer, wo der größte Widerstand ist, da liegt das größte Potenzial dahinter. Würdest du das auch unterstreichen, Resi, aus deiner eigenen Erfahrung? Ich würde das auf jeden Fall unterstreichen, dass hinter der größten Angst das größte Potenzial. Also es hat mich sehr viel Mut gekostet. Ich nenne es im Fachjargon, mich zu outen. Das hat mich jetzt wirklich viele Schritte gekostet, was heißt gekostet, aber viele Schritte haben mich das tun lassen, bis ich dann wirklich den Schritt gehen konnte, dass sich einfach der Weg auftut. Ja. Würdest du nochmal zurück wollen? Nein. Bei mir ist eine rhetorische Frage. Ne? Nein, auf keinen Fall. Also wenn jeder, der hier reinkommt und den Entschluss fasst, sich in der Hinsicht quasi weiterzuentwickeln, der wird kein Zurück mehr wollen. Ja. Er wird kein Zurück mehr wollen. Ja. Weil die Entwicklung geht einfach immer weiter. Jeder in seinem Tempo natürlich, aber es gibt einfach kein Zurück mehr. Wenn da irgendwann mal ein Break sein wird, der wird irgendwann wieder fortsetzen müssen, weil die Seele einfach so an einen zieht und immer versucht, einen wieder in diese Richtung zu bringen. Es gibt kein Zurück mehr. Die Seele und das Herz hüpfen viel zu sehr vor Freude. Und da können wir auch, so sehr der Denker manchmal uns vielleicht doch nochmal zurückhalten will, es geht einfach nicht. Den Denker, wie der Volksmund es uns auch so schön sagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und das ist auch etwas, was wir gelernt haben, uns anzueignen, auch du auf eine wunderbare Art und Weise, auf den Bauch wieder zu hören, auf die Seele zu lauschen, auf das Herz zu lauschen und auf die Impulse zu lauschen und sich davon einfach auch leiten zu lassen und das ganze Wissen, was du dir angeeignet hast, schon bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann noch das Navigationssystem angeschaltet haben, kannst du jetzt auf wunderbare Art und Weise da alles in dein Herzensbusiness einströmen lassen, ne? Genau. Wunderbar, super. Liebe Resi, Feuertaufe ist überstanden. Vielen, vielen Dank. Du warst so eine tolle Inspiration jetzt hier und bist es weiterhin, auch für diejenigen, die das Replay noch anschauen. Als Mutgeberin, als Vorangeherin, dass da wirklich hinter dem größten Widerstand das größte Potenzial steht und dass es einfach auch darum geht, wirklich genau hinzugucken, was entspricht mir, was entspricht meinem Seelenplan und dann authentisch da wirklich sich da draußen zu zeigen. Das ist wirklich ein 1-Million-Erfolgsgeheimnis oder wie man das auch immer jetzt bezeichnen möchte. Dann läuft es, dann funktioniert es, dann ist man raus aus dem Hamsterrad, raus aus der Gelebtwerden-Falle und es fließt einfach. Und wie du eben so schön gesagt hast, du weißt, warum du morgens wach wirst und aus dem Bettchen hüpfst, ne? Genau. Okay. Vielen, vielen Dank. So.
sei du die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Das ist schon einige Jahre ein Leitsatz von mir und das erkenne ich immer wieder Wahrheit hinter, wenn ich gewisse Passagen durchgangen bin. Ja, ja, ja. Genau, das trifft es auch total auf den Punkt, wie innen zu außen, wenn wir eine andere Welt da draußen haben wollen oder noch nicht mal so groß global betrachtet, wenn wir in der Familie was anderes haben wollen, dann dürfen wir bei uns anfangen. Und wenn ich dann weiß, wie, dann kann es auf Fingerschnipp, kann ich immer wieder was verändern. Ne? Super, Resi, vielen, vielen Dank. Und ihr Lieben, wenn du dich jetzt da auch schon so lange hier rumschleichst und denkst, ich würde doch auch mal gerne durch die Widerstände gehen. Ich würde doch auch mal gerne Klarheit haben, was meinem Ding entspricht, was meiner Lebensaufgabe, meinem Seelenplan entspricht. Dann nutzt die Chance, komm zu mir in Klarheitsgespräch, weil das war auch der Anfang von Resi. Ne? Einfach mal Klarheit schaffen, welche Möglichkeiten gibt es, wo geht so im Groben die Richtung hin und lass uns da gerne mal so ja, eine halbe Stunde miteinander sprechen. Nehme ich mir gerne Zeit für dich. Ich poste dir auch den Link hier und das Video noch rein. Und dann freue ich mich auf die persönliche Begegnung mit dir. Und vielleicht bist du ja dann die Nächste hier im Erfolgsinterview. Wer weiß. Okay, also ihr Lieben, vielen Dank für euer Dabeisein, für das Interesse, für die Zeit, die ihr uns hier geschenkt habt. Vielen Dank nochmal an dich, liebe Resi, und wir wünschen euch allen eine schöne Zeit. Ganz liebe Umarmung auf die Ferne und dürfen wir Küsschen schicken? Ja, wir dürfen Küsschen schicken. Ciao, ciao. Ciao, ciao.